Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Israel Adesanya bleibt Champion gegen Robert Whittaker, der sich trotz zweiter Niederlage gut geschlagen hat. Es kam, wie erwartet. Israel Adesanya hat den Kampf zwar nicht durch Knockout beendet, wie es sich Izzy-Fans gewünscht haben, stattdessen nach Punkten und so eine mögliche Trilogie verhindert. Robert Whittaker war deutlich abwartender und emotionsloser als beim ersten Aufeinandertreffen. Die Passivität andererseits aber immer noch zu groß gegen jemanden wie Israel Adesanya. Die Takedown-Versuche, die Whittaker durchgebracht hat, hatten kaum Erfolg. Adesanya hat sich aus jedem Versuch, auf den Boden geworfen zu werden, mit ziemlicher Leichtigkeit befreien können. Besonders am Käfig war es ein leichtes Spiel. In der Octagon-Mitte hätte es vielleicht anders ausgehen können. Oder wenn Whittaker mehr Takedowns gelandet und länger durchgehalten hätte, dann hätte sich das anders auf die Punktzettel berechnet und die Entscheidung wäre noch knapper ausgefallen. Die Punkteentscheidung wäre etwas irritierend, Whittaker genauso. Insgesamt muss man aber sagen, dass Robert Whittaker gut durchgekommen ist. Er hat den Jab in der ersten Runde super weggesteckt und gezeigt, dass er ein würdiger Gegner war. Israel Adesanya hat seinen Titel jetzt viermal erfolgreich verteidigt. Mehr zu seinem jetzt schon feststehenden nächsten Kampf gegen Jared Cannonier, den Dana White bestätigt hat, und wie es mit Robert Whittaker weitergehen kann, erfährt ihr in Kürze. Hat dir das Video gefallen? Entscheide selbst, lass ein Abo da. Wir sehen uns am Dienstag und am Samstag, was auch immer ich mache.